willkommen zurück auf meinem Kanal. Heute gibt es ein neues Haarfärbevideo. Ihr fragt euch gerade bestimmt bei diesem Licht, warum ich meine Haare färben will, weil so schlimm sieht es nicht aus. Das Problem ist, dass dieses Licht hier in meinem Badezimmer eher gelblich belastet ist. Und ich werde euch mal gerade Bilder einblenden, wo ihr eins schon auf dem Thumbnail gesehen habt, wie meine Haare eigentlich bei Tageslicht aussehen. Und es sieht mittlerweile einfach nicht mehr schön aus, gerade jetzt, wo das Lila sich sehr gut rausgewaschen hat. Es ist nur noch ein minimaler Schimmer drin, eigentlich fast kaum erkennbar. Außer ich trage sie sehr streng nach hinten, dann sehen das schon noch einige Leute und fragen, ob ich einen Lila-Stich drin habe. Aber ansonsten ist eigentlich nichts mehr davon übrig geblieben und meine Haare sind unten wieder genauso sandblond oder goldblond, wie sie vor der ganzen Färbung war. Ich werde euch auf jeden Fall das Video hier oben verlinken, wo ich meine Haare lila gefärbt habe. Genauso werde ich euch nochmal die komplette Playlist unten in die Infobox stellen, wo ich meine Haare in sämtlichen Farben oder anderen Dingen umgefärbt oder geschnitten habe. Wenn ihr auch irgendwie nochmal gerne ein Update-Video sehen wollt, wie ich meine Haare selber schneide, dann könnt ihr gerne mal auf dieser Umfrage hier oben abstimmen und dann werde ich gucken, wann ich es zeitlich schaffe, vor allen Dingen, wann ich meine Haare wieder schneide und werde das Ganze einfach mal für euch mitfilmen, um euch da mal ein kleines Update zu geben. Ja, und ansonsten habe ich heute Folgendes vor. Ihr habt die Bilder eben gesehen. Es ist in etwa bis hierhin, je nach Verlauf, sind sie weiß-blond, fast gräulich. Und dann fängt dieser goldige Ton an. An sich ist der goldige Ton nicht schlimm. Ich finde ihn sehr hübsch. Mir gefällt er. Das Problem ist nur, im Kontrast zu diesem sehr aschigen weißen Ton sieht das Ganze sehr schmuddelig und nicht sehr schön aus. Und das Ganze soll jetzt ausgeglichen werden. Ich möchte aber trotzdem nicht mit einer Farbe komplett über das Helle gehen, weil ich möchte, dass es so ein bisschen weiter in einem Strähnenbild verläuft. Ich weiß, mein Ansatz müsste theoretisch gesehen auch gefärbt werden. Den spare ich mir aber heute einfach nochmal aus und bleibe heute nur bei Strähnen, weil ich das letzte Mal meine Haare bzw. meine Kopfhaut genug strapaziert habe. Und ich es gar nicht so dramatisch finde, wenn der Ansatz mal ein bisschen dunkler ist. Außerdem bin ich am Überlegen, ob ich wieder in eine Art Strähnenbild zurückgehe. Aber auch das werdet ihr wieder in weiteren Videos erfahren, was ich mit meinen Haaren mache. Ja, auf jeden Fall, ich habe mir jetzt eine Farbe rausgesucht, die in etwa den Farbton von dem unteren Part haben sollte, wenn alles gut geht. Es ist immer ein bisschen schwierig, wenn man übers Internet bestellt, weil da die Farben durch den Monitor so ein bisschen verfälscht werden können. Aber ich denke, das müsste ganz gut funktionieren. Ich arbeite wieder mit Basler. Ich werde euch wieder alle Produkte unten in die Infobox reinpacken, was ich benutze. Werde es euch auch gerne verlinken, wenn ihr das möchtet. Und ja, ich habe auf jeden Fall jetzt vor, Foliensträhnen zu setzen. Definitiv über den Scheitel, dass hier das Ganze ein bisschen unterbricht zwischen dem goldigen Blondton und dem weißlichen Blondton. Das Ganze natürlich auch hier an den Seiten, weil ich sie sehr oft nach hinten trage, vor allem viel einflechte. Und das Schlimmste ist natürlich der Hinterkopf, wie ihr auf dem Foto gesehen habt. Der muss definitiv bearbeitet werden. Unten in dem Nacken werde ich wahrscheinlich einfach nichts ändern, weil ich meine Haare entweder im Zopf trage oder offen und da fällt es nicht auf. Und mich persönlich stört es jetzt nicht. Das heißt, ich werde jetzt eine Art Teilsträhnenfärbung machen, nicht den ganzen Kopf, um erstens Zeit zu sparen, Material zu sparen und um meine Haare einfach auch noch ein bisschen weiter zu schonen, weil ich möchte sie nicht groß angreifen. Und ich werde die Farbe auch nur in dem Bereich auftragen, wo sie weiß sind, mit so 2 bis 3 cm Verlauf. Das heißt, weil man es hier im Licht so schlecht sehen kann, hier hört dieses Weißliche auf, wenn ihr es sehen könnt. So im Licht sieht man es jetzt ganz gut. Genau, hier hört es auf und dann fängt es an, goldig zu werden. Das heißt, der Blondton, den ich jetzt einfärbe, das ist keine Blondierung, sondern eine Cremefarbe, die wird komplett aufgetragen bis hierhin. Und dann lasse ich sie aber nochmal bis hierhin auslaufen. Das heißt, in den Spitzen gehe ich so ein bisschen verwischt rein. Ich werde es auch versuchen, ein bisschen mitzufilmen, dass ihr das seht, dass hinterher eben kein neuer Absatz entsteht. Und vor allem im Hinterkopfbereich werde ich auch zwischendurch mal Strähnen weiter oben enden lassen, weiter unten enden lassen, dass hinterher das relativ gut sich ineinander vermischt und einfach dieses V verschwindet von diesem extrem weiß auf das Goldblond. Ich hoffe, ich konnte euch das jetzt so ein bisschen erklären und werde jetzt einfach ganz still und leise die Strähnen machen, euch wieder so ein bisschen dabei mitnehmen. Muss euch ja jetzt, glaube ich, nicht alle Strähnen zeigen, das würde wieder das Video sprengen und ja, ich melde mich dann zum Schluss nochmal.
Now hear me, just one more dance, 'cause I know we can make it right again. And I know you're the one I've been looking for, and I know you're the one for me. So baby, I'm reaching out for your love. Das Ganze wirkt jetzt 20 Minuten ein. 20 Minuten ist die Mindesteinwirkzeit von den Haarfarben von Basler. Wenn man darüber hinausgeht, ist das nicht schlimm. Die Farbe verändert sich nicht, weil die Cremefarbe eben bestimmt ist auf diesen Farbton, den wir haben möchten. Anders natürlich wie bei einer Blondierung. Die wirkt natürlich über Zeit hinweg. Das heißt, umso länger sie drauf ist, umso heller kann das Ganze werden. Das kann aber hier nicht passieren. Deswegen ist es auch nicht schlimm, wenn man sie erst nach 25 oder 30 Minuten abspült. Wichtig ist die Mindesteinwirkzeit, damit eben die gegebene Deckkraft gegeben ist. Ja, wenn ich das Ganze ausgespült habe, werde ich wie immer eine Haarkur benutzen. Das empfehle ich euch auch immer nach dem Haarefärben, aber auch zwischen den ganzen Schritten, weil es ist immer gut, lange Haare zu pflegen, wenn ihr sie gesund haben möchtet. Dann werde ich sie trocknen und dann werde ich euch das Ergebnis nochmal zeigen. Deswegen würde ich sagen, wir sehen uns gleich wieder. Das ist jetzt mein fertiges Haarergebnis. Ich habe mich jetzt einmal vors Fenster gesetzt, dass das einfach so ein bisschen deutlicher zu sehen ist. Diesen Part bis hierhin habe ich eingefärbt und an dem Rest habe ich jetzt überhaupt nichts gemacht. Das sind meine normalen Haare. Hier unten sieht man immer noch diesen hellen Absatz, den ich vorher hatte. Aber ich habe ja auch gesagt, dass ich unten nichts ausgleichen werde, weil die Haare eh drüber fallen und man das nicht sehen wird. Aber das ist jetzt das Ergebnis und der Übergang. Und jetzt seht ihr auch ganz deutlich, wenn man hier nochmal das Vorher-Foto sieht, dass der Übergang sehr weich geworden ist. Hier oben flackern noch ein paar ganz helle Strähnchen durch. Aber ansonsten vermischt sich sehr natürlich und es sieht auch gar nicht irgendwie schlimm aus. Also mir gefällt die Farbe sehr gut. Es ist jetzt im Ganzen so ein bisschen dunkler geworden dadurch. Ich zeige euch jetzt gerne nochmal, wie das von hinten aussieht. Also im Großen und Ganzen ist das Ergebnis sehr gut geworden. Es reicht erstmal aus, um dass man die Haare wieder offen tragen kann. Denn vorher war das einfach nicht möglich. Das sah einfach furchtbar aus. Und je nachdem, wie das Licht draufgefallen ist, hatte man wirklich so einen richtigen Absatz von weiß auf
goldblond und das sah wirklich nicht gut aus. Ich hoffe natürlich, dass euch dieses Video wieder gefallen hat und ich euch vielleicht auch so ein bisschen helfen konnte, wenn ihr selber gerade vor so einem Problem steht, dass euer Ansatz viel heller geworden ist als der Rest eurer Längen. Dann versucht das Ganze einfach durch so ein paar Strähnchen unterbrechen zu lassen. Entweder ihr seid sehr begabt und macht es selber oder habt eine Freundin, die sowas kann, oder ihr geht eben zum Friseur. Dann seid ihr eigentlich zu 99% safe bei der Sache. Hier drüben werde ich euch jetzt nochmal zwei Videos verlinken. Da könnt ihr gerne mal durchschauen. Hier unten könnt ihr mich kostenlos abonnieren und dann würde ich sagen, bleibt gut drauf und wir sehen uns hoffentlich beim nächsten Mal. Tschüss!